Jo, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video gibt es natürlich wieder eine sensationelle Challenge und zwar mit dem Flöhchen. Hi Flo, willkommen hier bei mir auch mal. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute nämlich eine richtig coole Challenge, wie man das am Titel auch schon entnehmen kann. Und das Ganze machen wir hier auf meinem eigenen Server, auf dem Hydropia.net Server. Deswegen, wenn ihr den Server noch nicht kennt, checkt den sehr gerne nochmal aus. Aber mittlerweile sollte das eigentlich jedem bekannt sein. An der Stelle schreibt schon mal alle Hashtag Nick in die Kommentare. Ich bin schon wieder voll im Livestream-Fieber in den Chat. Ja, und das sehr gerne auch bei einem Like, dann knacken wir eventuell die 200 Likes. Das würde mich unnormal freuen. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt die Annick-Challenge. Ich würde sagen, wir schlüpfen direkt in eine Runde rein. Let's go! Okay, in der Runde angekommen, versuche ich mal eben ganz kurz irgendwo ein paar Sachen zu bekommen. Irgendwie finde ich aber gerade gar keine Kiste. Hast du schon eine Kiste? Ich finde wirklich nicht. Nee, ich auch noch keine. Hä? Was ist das für eine Map? What the fuck? Ah, warte, hier geht's runter. Hier ist eine Kiste, okay, ich hab sie. Hier ist auch ein bisschen was an Zeuges drin. Ich versuch's sonst einfach mal. Hier ist auch noch eine Kiste, okay. Dann komm mal am besten runter zu mir. Dann können wir hier mal ganz kurz die Kisten looten. Zack, komm, ja. So, ich habe ein bisschen Starverino für dich. Ich habe auch ein Schwert. Komm. So, warte, ich gebe dir mal hier eben das Schwert, denn wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen Equipment. Wir müssen einfach nur die Runde gewinnen. Das ist eigentlich so die Challenge. Eine ganze Runde Skywars zu gewinnen, Annick. Das ist die Challenge heute und natürlich könnt ihr auch weitere Challenge-Vorschläge gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwie was wisst oder sonst irgendwie was. Wäre auf jeden Fall mega cool. Und ich esse mal ganz kurz eben was. So. Dann können wir uns weiterbauen. Ich habe die Map noch nie gespielt, wirklich, ne? Obwohl das wirklich ich schon viele Runden gespielt habe. Ich habe die Map noch nicht einmal gespielt. Ja, die keine Ahnung. Sieht echt ziemlich nice aus, also gefällt mir. Aber ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist, wenn man hier diese Lianen da unten hat, weißt du, weil man sich da retten kann oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber ich muss eben ein bisschen weiterbauen. Wenn wir runterfallen, ist es ganz nice. Ja, natürlich. Wenn wir runterfallen, ist es cool. Aber, ja, wenn die anderen halt runterfallen, dann ist es halt mega behindert, weil das dann wieder so ein, mega, das, guck mal, die wollen alle jemanden grüßen und, oh Gott. Also, keine Ahnung, die einen da haben sich ja auch schon zu uns gebaut, aber wir sind ja zum Glück in die Mitte und looten jetzt einfach mal die Mitte so ein bisschen. Und heute das Ganze auch wieder mit Facecam, hi. Ja, weil ich dachte, oh, da ist einer, da sind zwei. Komm, lass die mal holen. Kommt den Yoshi. Oh Gott, der eine hat mich sonst gleich. Pass auf, den kriegen wir, komm. Er hat sich geheilt. Nice. Auf was sofort ist auch noch wieder. Ja, ja, wir müssen den schnell eben töten, damit wir direkt weitermachen können. Flo, der hat sich schon wieder voll geheilt. Oh, nee. Hab den nächsten. Nein, ich bin gleich tot. Nein! Ich bin tot, Alter, das gibt's doch gar nicht. Der hat einfach so... Der hat sich so krass voll geheilt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele XP-Battles gibt's denn bitte? Okay, neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Ich habe direkt noch eine Enderperle. Sollen wir uns einfach mal in die Mitte sonst werfen? Oder ich werfe dich in die Mitte und du baust. Komm, sollen wir das machen? Ich okay, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Bitte, Enderperle. Jawohl, ich bin in der Mitte. Das bedeutet, ich kann mir mal eben ganz kurz schon mal... Oh nein, jetzt habe ich... Oh nee, okay, gut, zum Glück habe ich eine Spitzhacke. Ich habe nämlich einen Block über eine Kiste gebaut. So mega dumm wieder. So typisch einfach. Okay. Ich habe ein Schwert. Ich habe soweit eigentlich ganz gute Sachen. Komm. Genau, komm du mal Mitte. Wir müssen halt versuchen, so gut es geht, bei einer Annick-Challenge, man muss versuchen, das beste Equip zu haben. Denn mit schlechtem Equip kann man auch keine Runden gewinnen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Was natürlich auch cool wäre, Leute, wenn wir wirklich bei diesem Video 200 Likes wieder knacken, das wäre unnormal nice. Deswegen lasst an der Stelle einfach mal ein Like da, Leute. Hier ist ein Gegner, aber ich krieg den. Ich bekomme den. Ja, oh Gott, nice. Erster Kill. Zack, an dieser Stelle in diesem Video, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir, komm, oh Gott, ich muss mal einen Goldapfel essen. Ich bin genügend Wächter. Goldäpfel. Ja, ich habe auch Eier gerade, also habe ich ja sowieso, aber, ich habe gerade ganz, also, ganz... diesmal in der Hand. Ja, diesmal habe ich sie in der Hand. Habe ich noch ein bisschen besseren Stuff? Naja, es geht so. Zack. Okay, ich glaube, soweit müssten eigentlich alle Kisten gelootet sein, oh Gott, aber... Wo? Oh, da oben. Weil lass mal, ich mach mal eben eine Workbench. Dann kann ich nämlich mir ein Dia-Schwert machen. Er ist da. Oh Gott, er ist unten. Dann holen wir ihn. Komm, jetzt. Er ist tot. Nice. Sehr, sehr cool. Nächster Kill. Du hast schon zwei Kills in der Runde. Nein! Nein!
Oh yes! Oh mein Gott, war das knapp! Als ob, ey. Okay, ein Kill nochmal. Ich habe nochmal ganz viele Level. Dann mache ich mir mal mein Dierschwert. So. Und ich habe nämlich richtig viele Level. Rückstoß, Verzauberung, ja. Ja, nice. Und ich könnte dir auch nochmal eins machen. Also ja, ich hab noch, dann hau raus. Genügend. Also Schärfe reicht ja auch normalerweise also, für dich. Schärfe, Dierschwert habe ich. Achso. Okay, mit Band 2 und Schärfe könnte ich machen. Nee, lass mal. Dann lieber nicht. Okay, dann werfe ich das erstmal weg. Ja, was müssen wir noch machen? Eigentlich gar nichts. Ich glaube, wir könnten so losziehen, oder? Was würdest du so sagen? Ja, wir können jetzt einfach mal gucken. Ist okay. Noch einer da? Also, wir sind kurz davor, diese Challenge zu bestehen. Das wäre natürlich dann echt eine ziemlich kurze Sache. Ein extrem kurzes Video mal wieder. Aber ich glaube, das letzte Video war auch etwas länger. Ich glaube, also wer es noch nicht gesehen hat, by the way, sehr gerne mal auschecken. Das ist ein Nintendo Switch Video. Oh Gott, das bist du. Das ist mich mega erschrocken. Das ging ja irgendwie 19 Minuten oder was weiß ich, irgendwie so in die Richtung. Oder 16, 17 Minuten. Deswegen wird das heute vielleicht etwas kürzer. Aber das wissen wir erst, wenn ich den Typen geholt habe hier. Denn ich bin schon wo ist der? Da. Okay. Warte, hast du Schneebälle? Nein. Warte, ich pack mir die mal hin. Sonst müssen wir den halt... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er hat Fallschaden kassiert, er hielt sich. Ja, er müsste normalerweise vielleicht... Also ich gehe mal davon aus, dass er Full Life ist. Oh Gott, ich will jetzt nicht sterben. Ja, die Runde kommt, die gewinnen wir. Yes, geil. Nice, du bist tot, scheiße. Aber wir haben die Runde gewonnen. An der Stelle würde ich sagen, lass auf jeden Fall ein Like da. Dann knacken wir die 200 Likes. Wir sehen uns im nächsten Video. Check den Server aus studiopia.net und check Flo in der Videobeschreibung aus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein, war eine coole Challenge. Challenge-Vorschläge auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Und nicht vergessen, Hashtag Nick in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, bis dann und ciao.